Bist du bereit? Bin ich bereit zum Sterben? Punkt. Ich habe einen Bärentöter. Was schwebt denn da? Was ist denn das? Komme ich aber eh nicht hin, das ist zu hoch. Was sieht denn hier? Leute, hier schwebt nichts. Ihr seht es eindeutig bei mir, ne? Hier schwebt gar nichts. Der Typ hat voll. Ahnung, was das Onkel ist, Bob hat Halluzinationen. Das sind die Regenwürmer, die waren toxisch. Das waren Tschernobyl-Regenwürmer. Ich habe sogar nur 18, 19 FPS, wenn ich nur oben gucke. Ach, das ist ein Müsli oder sowas. Ganz da oben. Also ich glaube, ich bin nicht mehr krank. Ich kriege keine Krankmeldung mehr. Gut, dann gehen wir wieder runter und weiter. Ja. Oh, ach so, oh. Lass mal kurz. Morgen, liebe Kinder, wird's was geben. Denn dann kommt H1Z1 in der Early Access raus. Juhu. Juhu, wir freuen uns, wirklich. Ja, ich hoffe mir dadurch echt mal mehr Abwechslung. Ja, es ist vor allen Dingen, Crafting ist mit drin. Häuser bauen ist schon alles mit drin. Und das alles in Early Access. Die Grafik ist natürlich, nicht so gut hier, ne? Weil der sieht da schon eine ansprechende Grafik. Dafür soll es besser laufen. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Wir haben unser, genau, unser Elite Dangerous Plan ist doch momentan nicht durchführbar. Es gibt immer noch kein Gruppenspiel. Nee, aber ich habe gelesen, im nächsten Patch soll Multiplayer mit reinkommen, richtiges. Im Moment kann man nämlich überhaupt nichts machen zusammen. Man kann zwar rein zufällig in derselben Instanz spawnen, aber es gibt kein wirkliches Partyspiel. Ich muss mal gerade echt was zum Anziehen finden, mir wird nämlich kalt. Ich, ja, mir nicht, aber ich habe tierischen Hunger und ich bin sick. Oh nein, wieso bin ich denn schon wieder sick? Ey, komm. Meister, lass uns mal aufs Dach. Okay, ich gebe den Kopfschuss und zieh deine Sachen an. Ja. Brauchst du meinen Rucksack oder kann ich den dann wieder haben, wenn ich einen Weg finde? Ich habe meinen Rucksack. Okay. Boah, das Treppenlaufen macht warm, super. Ich habe ein Heatpack, das macht auch warm. Warte, ich zieh meinen Helm aus, nicht, dass der kaputt geht. Er hat ein Heatpack, das sagt er jetzt erst. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon an. Warte, meine Sonnenbrille darf auch nicht kaputt gehen. Aber ziel richtig und mach nicht alles kaputt beim Schießen, ne? Bist du bereit? Bin ich bereit zum Sterben? Punkt. Nein. So. Ich bin tot. Er hat mich getötet. Okay. Das Ding war aber ganz schön laut. Hätte man das Board nehmen sollen. Passt schon. So, während ich hier respawne, ich habe hier was liegen. Von Skanon und Toxic. Ja, pack's aus, halt's in die Kamera. Ja, ich halte es erstmal gerade verpackt in der Kamera. Und nein, es ist nicht mein Geburtstag. Keine Ahnung, warum die mir sowas hier schenken. So. Oh, das Hitzepack nehme ich nochmal mit. Ich werde jetzt mal das Mikro ein bisschen beiseite schieben, damit ich mal Platz zum Auspacken habe und werde es mal auspacken. Da gibt es auch noch eine Vorgeschichte zu. Oh, dann erzähl die doch mal. Obwohl, nee. Auspacke oder danach? Nee, pack du erstmal aus, danach erzähl ich's. Alles klar, dann lege ich mir erstmal. Ich muss erstmal ganz kurz wohin legen. Ich bin mich gerade respawned. Wo lege ich mich denn hin? Hier hinter der Mauer am besten. Nein, Zombie? Egal, okay, ich lege mich jetzt hin und werde es auspacken. Du hast echt Bücher mitgenommen. Bücher sind guter Kugelschutz. Sagt wer? Ich. Aber ich glaube, du warst selber nicht im Spiel. Nein, doch, probier das mal aus. Hab mal einen Rucksack oder eine Weste voller Bücher und lass auf dich schießen. Die Bücher sind alle kaputt und du lebst. Im Spiel? In diesem Spiel, ja. Woher weißt du das? Weil ich selber erfahren habe. Ah, okay. Das Buch ist ja geil. Schaut euch das mal an. Die Girls von Onkel Bob. Ja. Na, kann man es lesen in der Kamera? Ich hoffe es, ich halte es mal ganz nah dran. Die Girls von Onkel Bob, da. Könnt ihr das lesen? Irgendein Comicband, ich habe noch nicht reingeguckt. Das Abenteuer von Bob Nayret, Gentleman Driver. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Ich auch nicht. Ja, die Geschichte dazu. Toxic sprach mich irgendwann mal an.
Er hätte einen. Du hättest einen Fan, der dich gezeichnet hätte. Nee, was? Wirklich unglaublich. Ich hab das auch für wahre Münze genommen. Er schickt mir den Link. Und dann kam dieser Comicband heraus, sagt mir: Okay, das passt wie die Faust aufs Auge, das Ding kaufst du jetzt. Oder schenkst du jetzt dem guten Onkel Bob. So, ich bin da mal ein bisschen hier rum vor der Kamera. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, wie ihr seht, es ist ein Comic. Ist das ein Rennfahrer, der Onkel Bob, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie von gehört. Auf jeden Fall, schaut es euch an, es ist eine... Wow. Ah. Hat er schon kaputt gemacht. Nee. Es ist sehr groß und meine Kamera steht zwischen zwei Monitoren. Es ist halt ein Renncomic, wie ihr sehen könnt. Geht zum Autos. Ja, vielen Dank. Ich werde mir das bei Zeiten mal angucken. Ja, mach das. Sogar mit Comic-Werbung drin. Dann wird gezeichnete Werbung für Autos. Ich glaube, kommt aus dem Belgischen oder aus dem Französischen. Die machen eigentlich recht gute Comics. Oh, die Franzosen schon, ja. Interessant, was Zombies für Geräusche machen, wenn sie einen noch nicht gesehen haben. Oh, jetzt wird mir wieder kalt, jetzt wieder weg. Ja, vielen Dank nochmal, ne? Ja, bitteschön. Gedank wird auch wirklich Toxic, der das entdeckt hat und mich dazu angestiftet hat, sozusagen. Schade, dass der gerade nicht dabei ist. So, wo bin ich denn eigentlich respawned hier? Ja, das würde ich jetzt auch mal gerne wissen. Oh, was liegt denn hier? Draht? Ich muss noch ganz kurz hier die Scheune durchsuchen, bevor ich gucke, wo ich überhaupt bin. Eigentlich müsste ich ja wissen, ich bin ja nicht das erste Mal hier respawned. Aber es ist nicht Berezino, glaube ich. Ich habe Streichhölzer, ich könnte dich jetzt in Brand stecken. Was, bist du noch bei meiner Leiche oder was? Ja, immer noch, ich pass drauf auf. Wo bin ich denn hier, verdammte Scheiße? Ach, so. Nee, ich muss springen. Ich bin zu weit weg. Na, wo steckst du? Beim Steinbruch. Bei Solnitschny in der Nähe. Ach, du Alarm. Oder nichts Neues, wo ist das? Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Ich laufe. Steinbruch, Solnitschny? Ja. Ich muss die Küste hoch. Ich glaube, das sind 5 Minuten oder so. Ja gut, dann kann ich mich noch ein bisschen hier im Ort umsehen. Mach das. Da steht's doch. Ich bin ins Conny. Wo war das? Solnitschny. Ja, wir können noch ein bisschen über Elite Dangerous reden, oder? Ja. Wir haben es ja jetzt in den letzten Tagen etwas gespielt, ein bisschen mehr wie ich, ne? Wobei, eigentlich hast du dann irgendwann nachgelegt, weil du. Finanziell. nee, auch spielerisch. Wenn ich reingeguckt habe, warst du jedes Mal in dem Spiel drin. Okay. Also ich habe hauptsächlich Minenarbeiten gemacht, mit ein paar Trade Runs zwischendurch. Ich finde es noch zu langweilig. Ich hoffe ganz stark, dass die Arbeiten, die man in Sachen Erze abbauen und handeln, dass es in Star Citizen ein bisschen interessanter ist wie in Elite. Weil hier ist es einfach nur, man fliegt zu einem Asteroiden. Man hat also einen Abbaulaser, guckt, was dann rausploppt. Wenn es nichts ist, fliegt man zum nächsten. Wenn es was Tolles ist, nimmt man es auf und macht immer weiter. Und fliegt dann wieder zurück zur Station und verkauft alles. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt spannender machen kann, aber ich finde es halt äußerst langweilig. Und Handeln ist im Prinzip genau dasselbe. Du bist in Station A, kaufst den ganzen Frachtraum voll mit Ware A, fliegst danach zur Station B und verkaufst die für 500 bis 1000 Credits pro Stück Gewinn. Und fliegst wieder zurück mit dem vollen Laderaum. Kommt drauf an. Mir ist auch schon passiert, dass ich beim Verkaufen dann Minus gemacht habe. Ja, dann hast du aber falsche Sachen gekauft. Dann musst du natürlich... Ja, das ist ja auch nicht spannender, wenn du Minus machst, oder? Bitte? Das macht es jetzt auch nicht spannender, wenn du Minus machst. Naja, man muss halt schon drauf achten, was man dann kauft und was nicht. Ja, das stimmt.
Und man kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt hier 5 Tonnen Fisch mit und verkaufe die Gewinnbringung im anderen System. Es kann auch sein, dass du einfach da drauf sitzen bleibst und Pustekuchen. Ja, musst du halt aufschreiben, wie viel der Fisch in einem anderen System wert ist, bevor du ihn da verkaufst. Natürlich. Und das dritte, was mir nicht gefällt, ist das Explore und das Erkunden in diesem Spiel. Weil für mich beschränkt es sich darauf, du springst in ein System, wo du noch nicht vorher warst, du fliegst fast in die Sonne, musst bremsen, dann kannst du die Sonne scannen, fertig. Und dann hast du ja die Sonne gescannt und das war's und dann bekommst genau, dafür dann nicht... Genau, überall diese Umlaufbahnringe, die man sieht im Universum, diese gelben Striche. Wenn man zu einem der Striche fliegt und dem folgt, findet man einen anderen Planeten, den man auch scannen kann. Und das ist das ganze Erkunden in Elite. Und dafür kriegt man natürlich auch in dem Sinne Ränge. Je mehr Planeten man scannt, desto mehr Ränge kriegt man. Und ich hoffe auch ganz stark, dass es in Star Citizen anspruchsvoller und spannender wird. Ja, und Combat, Kämpfen... fand ich jetzt auch nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, weil die Schiffe, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, waren halt noch die recht Anfängerschiffe da. Die haben sich halt gedreht wie ein Backstein, haben kaum Schaden gemacht und man ist ständig an dem Schiff vorbeigeflogen. Und das andere Schiff ist auch ständig hinter einem gewesen, also vielleicht bin ich einfach nur ein schlechter Pilot. Also ich habe schon gesehen, dass die Schiffe, gegen die ich gekämpft habe, hier auch so ähnliche Manöver wie in Star Citizen gemacht haben. Das heißt, sie flogen in eine Richtung, drehten sich dann mit dem Bug, mit der Vorderseite zu mir, haben sie aber in ihre Flugrichtung driften lassen, also flogen dann praktisch weiter rückwärts und haben mich dann so auch schön beschossen. Wie zur Hölle geht das? Ich habe noch keinen Decoupled Mode gefunden. Ich weiß es nicht, aber es ging. Also ich habe einen attackiert, der hat sich plötzlich gedreht, flog weiter in die Richtung, ich flog hinter ihm her und er hat mich weiter beschossen. Das will ich gerne mal wissen, wie das geht. Also meine Meinung von dem Spiel, ich habe nur ein bisschen mehr ausprobiert. Ich habe sowohl das Erkunden gemacht. Bei mir ist das Erkunden ein bisschen anders gelaufen. Ja, ich habe dann halt diese, natürlich mit der Sonne stimmt. Man ist dann vor der Sonne gelandet, erkundet die. Ich hatte noch so einen Forschungsscanner, den habe ich extra ausgelöst. Den hatte ich mit auf einem Schlag, wurde mir angezeigt, dass in dem und dem Umkreis so und so viele unidentifizierbare Objekte sind. Hab dann jeden angeflogen. Hab dann so über den Zeitraum viele, viele Systeme in meinen Datenspeicher gesammelt. Und hab dann diese Daten, die konnte man immer so, wenn du einen gewissen Zeitraum geflogen bist oder eine gewisse Entfernung zurückgelegt hast, an anderen Stationen verkaufen gegen Geld. So kann man sich schon so einiges über Wasser halten, wenn man weiß, wo man es verkaufen muss, wie weit man fliegen muss. Ich hatte Systeme, die haben mir bis zu 10.000 Credits gegeben. Es gab auch Systeme, die haben nur 600 gegeben. Ja. Was mir gefällt, ist, dass je größeres Schiff, was man sich kauft, die Unterhaltskosten, also die Spritkosten etc. teurer werden. Am Anfang bei der Sidewinder, das ist im Anfangsschiff, da hatte man dann nach, was weiß ich, wie vielen Sprüngen, Spritkosten von vielleicht 100 Credits. Nicht viel oder vielleicht sogar noch weniger. Ich fliege momentan die Cobra MK3, die Mark 3 und habe da teilweise schon Spritkosten vom kurzen Flug, die sind echt, die haben mich schon schlucken lassen. Ich habe, dieses Warenaufkauf bei einer Station und Warenverkauf bei einer anderen Station habe ich nur zweimal gemacht. Ich habe das System nicht ganz durchschaut, habe dann immer wieder Minus gemacht. Ja, und dementsprechend habe ich das dann sein lassen. Habe halt diese Aufträge gemacht. Man muss halt auch, um die richtig guten Aufträge machen zu müssen, seinen Ruf bei den einzelnen Fraktionen erhöhen. Die zu bekommen. Man kann seine Schiffe auch nochmal, mit anderen Sachen ausrüsten, wie größerem Laderaum, anderen Schubdüsen, größerem Antrieb, größeren Sprittank, Frachtraum etc. Waffen steigern. Waffen gibt es dann auch mal wieder bessere. Ich habe auch mal Kopfgeldjägermissionen gemacht. Das Tolle ist, es gab am Anfang auch schon gleich eine Kopfgeldjägermission. Die hat mir 127.000 Credits versprochen und ich habe mir auch, während schon mal am Anfang nichts Böses da machen. Hab mich dann dahin Da habe ich ein System gegeben, da muss man, um das Opfer zu finden oder diesen gesuchten Piloten zu finden, unidentifizierbare Signalquellen im System suchen. Das ist ein bisschen langwierig, die ploppen nämlich immer mal wieder irgendwo mal auf, gerade so. Man muss dann manchmal so ein bisschen länger rumfliegen, das ist noch zeitraubend. Und dann kann es sein, dass man da entweder nur andere Schiffe findet, die nichts mit dem Auftrag zu tun haben oder Ware, die man aufnehmen kann. Die einfach herumschwebt, die gilt dann als gestohlen und wenn ihr eine größere Station anfliegt und ihr werdet gescannt und habt gestohlene Fracht, dann müsst ihr ordentlich Strafe zahlen. Und dann, wie gesagt, dann hatte ich dann irgendwann diesen besagten Kopfgeldjäger vor mir in einem riesigen fetten Schiff, der hat nur eine Plasmakugel auf mich abgeschossen. Also es war wirklich ein leuchtender Ball, der auf mich zukam, der Bildschirm wurde hell und ich war tot. Tja. Also, das war,
Aus dem Hyperraum, direkt vor dem, wollte gerade sagen, der ist groß, fliegst du mal lieber und da wieder weg und dann war's das. So schnell kann's gehen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.